Ja, nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass doch so viele den Weg hierher gefunden haben. Freue ich mich sehr. Wir haben heute ein strammes Programm vor uns, ja. Also es gibt 3 Bibelstunden, jede 3 Stunden lang. Nee, stimmt natürlich nicht, ja. Aber wir beten darum, dass Gott uns Gnade gibt zum Reden und auch zum Hören und wach zu bleiben, zu verstehen, worum es geht. Wir leben ja in sehr spannenden Zeiten, ja, also so unruhige Zeiten haben wir ja seit Jahrzehnten nicht gehabt, wie wir so die letzten Jahre erleben. Und ich staune immer drüber, dass auch investigative Journalisten immer häufiger die Bibel zitieren. Das ist etwas sehr Erstaunliches, finde ich, und das freut mich, weil ich persönlich bin der Meinung, dass die Bibel das modernste Buch der Welt ist, ja, weil das spricht ja von zukünftigen Dingen. Und obwohl es so alt ist, ist es immer noch aktuell und wird immer aktueller. Ja? Also wohl dem, der sich in Gottes Wort auskennt. Und da wollen wir heute ein bisschen uns drum mühen, dass wir so ein bisschen Zugang finden zu diesem Wort Gottes. Das erste Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist ein neues Priestertum. Da hört man heute kaum noch von. Ja? Man hört eigentlich eher das Gegenteil, dass viele wieder zu dem alten Priestertum zurückgehen wollen. Schauen wir uns gleich im Detail an, worum es da geht. Der Hebräerbrief, der sagt, wo sich das Priestertum verändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Und wir schauen mal, was das für Auswirkungen hat für uns Christen und für ein Christenleben überhaupt. Ja. Aber zunächst möchte ich noch kurz still werden und mit uns beten. Ja, wer kann, möchte gerne aufstehen dazu. Ja. Dankeschön. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass wir heute Möglichkeit haben, dein Wort zu hören. Und wir bitten dich, dass du unter uns sein möchtest, wie du ja auch zugesagt hast, dass da, wo 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen, dass du dort mitten unter ihnen sein willst. So bitten wir dich, dass du unter uns bist und uns dein Wort gibst und durch dein Wort unter uns bist und durch deinen Geist uns dein Wort verstehen lässt, dass wir hören, verstehen und glauben. Danke, dass du lebst, dass du kommst, dass du dein Reich aufrichtest, dass dein Wort wahr ist. Und dass wir in dir die Wahrheit finden können, den Weg, die Wahrheit und das Leben. So segne du uns, so wie du zugesagt hast, und wir befehlen uns dir an. Amen. Amen. Also steigen wir mal ein ins Thema. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert. Das ist der Vers, kann man das lesen von da hinten so ungefähr? Ja, ich lese den auch immer vor, ja, dass man das auch mit verstehen kann. Das ist der Vers, wo es eigentlich drum geht heute. Der Hebräerbrief, der schreibt, wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Welches Gesetz denn? Naja, das Gesetz vom Sinai. Ja? Wer ist denn unser hoher Priester? Jesus? Ja? Jesus ist unser hoher Priester. Sagt das Neue Testament ganz deutlich. Also nicht mehr Aaron, nein. Also nicht mehr Levi, nein. Christus ist unser hoher Priester. Nach welcher Priesterordnung denn? Weiß das jemand? Melchisedek, ja? Nach der Priesterordnung Melchisedeks, nach einer ewigen Priesterordnung. Ja, aber dann hat sich ja das Priestertum geändert. Ja. Ja, was ist aber denn jetzt mit dem Priestertum vom Sinai? Das ist vorbei. Kommt das wieder? Nein. Das heißt, das Priestertum Jesu Christi ist ein ewiges Priestertum. Du bist mir ein Priester nach der Weise Melchisedeks und zwar auf ewig, sagt der Hebräerbrief. Sagt Gott zu Christus. Ja? Das heißt, dieses Priestertum Christi ist ewig. Und wird nicht mehr durch ein aaronitisch-levitisches Priestertum abgelöst. Ja? Das klingt erstmal ein bisschen theoretisch, aber die Frage ist dann nämlich, was machen wir denn jetzt mit dem Gesetz? Was machen wir mit den 10 Geboten? Sollen wir nach den 10 Geboten leben? Nach was leben wir überhaupt als Christen? Leben wir so halbwegs unser Leben ordentlich? Zahlen unsere Steuern, waschen unser Auto samstags, so wie es sich gehört, mache Kehrwoch, habe ich gelernt, ich bin ja Pfälzer, ja? Ich bin ja Wirtschaftsflüchtling, ich bin ja ins Schwabenländle migriert sozusagen. Ja? Also ich bin ein echter Migrant, aber ich bin schon angekommen und freue mich sehr, hier zu sein. Was machen wir als Christen überhaupt? Wie leben wir eigentlich? Leben wir nach den 10 Geboten?
Und das schauen wir uns mal im Detail nachher an. Ich habe da auch ein paar kritische Fragen zu und möchte euch gerne auch was Neues vorstellen, nämlich ein neues Gesetz, was die Bibel uns vorstellt. Das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi oder das Gesetz der Freiheit. Und da hat man früher in evangelischen Kirchen ganz, ganz oft von gehört. Das war die Verkündigung, die evangelische Verkündigung schlechthin. In Christus, frei vom Gesetz und gebunden an Jesus Christus. Das war evangelisches Evangelium, wenn man so will. Ja? Das ist überall gepredigt worden in den Kirchen. Und das ist heute leider so sehr verschwunden gegangen. Aber wir gehen mal der Reihe nach vor. Wo kam das Gesetz her? Von dort. Das ist der Sinai. Das ist auf der Halbinsel, unten auf der Sinai-Halbinsel, ein imposanter Berg. Ja? So sieht er ein bisschen weiter aus. Hier unten liegt das Katharinenkloster. Ja, da sieht man es, Katharinenkloster. Da hat Tischendorf die Bibeltexte gefunden. Codex Sinaiticus, ja? Elberfelder Bibel, wenn jemand eine Elberfelder Bibel hat, das hat der Tischendorf hier in diesem Kloster gefunden, und zwar kurz vor seiner Abreise, weil die Mönche mit den Papyri ihren Ofen angezündet haben. Ja, und er hat zufällig in dem kleinen Bastkorb, wo die Holzscheite drin waren, hat er diese Papierreste gefunden und hat gesehen, das sind Bibelrollen, und das war der Codex Sinaiticus, den hat er da gefunden. Ja. Also das ist eine alte Stätte des Wortes, wenn man so will. Nachdem Gott sein Gesetz am Sinai gegeben hat, hat er die Stiftshütte bauen lassen von Mose und Aaron. Ja, und das war das Zeltheiligtum der Israeliten auf der Wüstenwanderung. Das konnte man abbauen und wieder aufbauen. War ganz herrlich gestaltet auch innen. Schauen wir uns auch heute Mittag nochmal genauer an und auch heute Abend. Und irgendwann ist es so weit gekommen, dass dann Jerusalem Königsstadt wurde und auf diesem Tempelniveau, auf diesem Tempelplateau, dann der Tempel des Herodes stand. Hier sieht man jetzt den Felsendom und hier die Al-Aqsa-Moschee. Erstaunlich, ja, dass eine goldene Kuppel eines islamischen Bauwerks zur Skyline von Jerusalem gehört. Aber das ist das, wie es dort heute aussieht. Und früher, als der Tempel noch stand, sah das wohl so aus. Ja? Es gibt Leute, die zweifeln das heute an, dass das der Tempelberg ist. Die sagen, hinten ist die Burg Antonia. Und die sagen, in der Burg Antonia sind zwei große Armeen eigentlich, sollten da unterkommen. Und da ist gar kein Platz in der Burg Antonia für. Und die vermuten, dass das hier die Burg Antonia ist. Und dass der Tempelberg, also der Tempelberg selber, der Zionsberg, dass der hier lag, weil hier auch die Gihonquelle ist. Und die Priester mussten sich ja mit lebendigem Wasser waschen, also mit Quellwasser waschen, um dann gereinigt zu sein für den Gottesdienst. Und wenn die von der Gihonquelle dann raufgelaufen sind bis zum Tempel, haben die sich ja wieder verunreinigt, weil die mussten durch die Stadt gehen, 1,5 Kilometer. Also es sind so Fragen, die sich stellen, die hochspannend sind im Moment. Das Problem dabei wäre, wenn diese Theorie stimmen würde, dann würden die Juden an der Westmauer hier vorne nicht an der Westmauer des Tempels beten, sondern an der Rückseite eines römischen Militärbauwerks. Das wäre natürlich ein Unding, und deswegen wehren sich viele der Juden gegen diese Auslegung, gerade aus dem rabbinischen, aus dem orthodoxen Judentum. Aber ist schon interessant, aber möchte ich jetzt nicht so im Detail darauf eingehen. Wann wurde denn der Tempel hier zerstört? 70 nach Christus, ja? 70 nach Christus von Titus. Titus hat den Tempel zerstört und den Tempelberg. Oder nach dieser Theorie den Tempel, da sind ja auch noch Reste übrig. Diese Mauern hier stehen ja heute alle noch, ja? Die Umfassungswände des Tempels. Jesus sagt ja, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, aber diese Wände hier unten, die kann man heute noch sehen. Und auch die Westmauer, die ist hier hinter, auf der Rückseite, ja, kann man das sehen. Und die Al-Aqsa-Moschee, die steht hier vorne heutzutage. Titus war vorher im Schwabenland stationiert, für alle Schwaben unter uns, ja. Titus und Vespasian, der Vater von Vespasian, war erst zusammen mit Titus nach Schottland abkommandiert worden und ist von Schottland nach
Germania Superior gekommen, wo die Sueben gewesen sind. Die Sueben sind die Vorgänger der Schwaben. Alle germanischen Stämme wollten gerne Sueben sein, damals schon, ja, heute auch noch. Also seid gut drauf, ihr Schwaben, ja? Deswegen bin ich so gerne auch hier, ja? Und Titus war hier und hat hier beim Titus hat hier in Bad Cannstatt, wahrscheinlich Germania Superior, Obergermanien. Bad Cannstatt war eine große Römersiedlung und natürlich auch am Rhein entlang. Und ich sage immer so ein bisschen schnippisch, Titus hat im Schwabenland Gründlichkeit gelernt und ist dann erst Schottland, dann Germania Superior und dann nach Jerusalem abkommandiert worden. Und mit schwäbischer Gründlichkeit hat der Titus den Tempel dort abgebrochen. Also ihr Schwaben seid ganz nah dran hier an der Geschichte, ja? Ja. Und Vespasian ist dann Kaiser geworden im Jahr 68, 69 nach Christus und 70 nach Christus kam dann dieser dritte jüdische Krieg und da hat dann der Titus den Tempel komplett geschleift. Und seitdem gibt es keine Tempel mehr. Das ist jetzt ein Problem. Weil wenn die Juden keinen Tempel haben, haben sie ja keinen Gottesdienst. Wenn sie keinen Gottesdienst haben, dann haben sie auch keinen hohen Priester. Wenn sie keinen hohen Priester und keinen Gottesdienst haben, haben sie auch kein Opfer. Wenn sie kein Opfer haben, haben sie keine Reinigung. Das sagt das Neue Testament. Das ist hart, was ich jetzt sage. Das heißt, sie haben keinen Tempel, sie haben keinen hohen Priester, sie haben kein Opfer, sie haben keine Reinigung von ihren Sünden. Deswegen musste das rabbinische Judentum im Jahr 70, 80, 90 nach Christus, nach der Zerstörung dieses Tempels, ein rabbinisches Judentum, ein talmudisch-rabbinisches Judentum erfinden, was weiter funktioniert hat, obwohl der Gottesdienst im Tempel nicht mehr möglich war. Und das, was ihr heute als rabbinisches Judentum kennt, was ihr seht in den Medien, ist nicht das alttestamentische Judentum, sondern ein talmudisch-rabbinisches Nachjudentum nach der Zerstörung des Tempels. Ja? Können wir vielleicht beim Mittagessen uns drüber unterhalten. Aber was ist mit uns Christen? Wir Christen, wir haben einen Priester, wir haben einen Tempel, wir haben ein Opfer. Wir haben alles das, was Israel nicht hat. Was Israel auch haben kann, wenn sie sich zu ihrem Messias bekehren. Ja? Also hier sieht man nochmal, das ist der Altar, das soll wohl der Überfall von Titus auf Jerusalem sein. Hier sieht man die Menora, wie sie gestohlen wird, ja, aus dem Tempel raus. Und die ist dann ja nach Rom gebracht worden. Hier sieht man den Titusbogen in Rom. Und hier auf der Seite ist eingegraben, hier in dieser Seite, noch heute zu sehen, der siebenarmige Leuchter, die Menora aus dem Tempel von damals. Also wenn ihr nach Rom fahren solltet, lohnt sich unbedingt, also es ist eine ganz tolle Stadt, ja, man kann sehr gut essen und viel Kultur. Geht mal beim Titusbogen vorbei, der ist in der Nähe vom Kolosseum und dann könnt ihr heute noch diesen siebenarmigen Leuchter sehen. Weswegen die Rabbiner vermuten, dass der siebenarmige Leuchter heute im Vatikan in irgendeinem Keller liegt und die wollen den gerne wiederhaben. Die Rabbiner sagen also dem Papst in Rom, wir hätten gerne die Menora zurück. Warum? Naja, da ist es das letzte Mal ja irgendwie aufgetaucht. Titus ist dann nach der Eroberung Jerusalems nach Rom gekommen, ist dort prächtig empfangen worden und hat dort natürlich auch die Kriegsbeute vorgestellt und deswegen ist dieser Titusbogen gebaut worden. Also nach dem Schwabenland und nach Jerusalem ist Titus dann nach Rom und dort hat man den Titusbogen gebaut, der heute noch steht und dort seht ihr heute noch die Menora. Ja, deswegen vermutet man, dass die dort sein soll. Das Wichtigste von all dem, sagt der Hebräerbrief jetzt aber, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Wir haben einen hohen Priester, nämlich Jesus Christus. Wir haben auch einen Tempel. Wir haben ein Opfer. Wir haben Reinigung von unseren Sünden. Wir haben alles in Christus und in ihm allein, weil er allein Weg, Wahrheit und Leben ist für alle Menschen. Ja? Ob sie Juden oder Nichtjuden sind, er ist der Heiland der Welt. Es gibt keinen anderen Weg. Ist auch relativ einfach. Es gibt nur einen Weg. Ja? Man muss nicht zwei Wege lernen oder drei. Es gibt nur einen Weg, was natürlich exklusiv ist und uns in unserer heutigen, so modernen Zeit nicht gerne gehört. Aber Evangelium bleibt Evangelium. Ja, das war immer schon sperrig.
Also es gibt diesen einen Weg, und das Wichtigste von all dem, was der Hebräerbrief ausgeführt hat, ist, wir haben einen hohen Priester, und er dient dort, nämlich auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes. Er dient dort als Priester. Für wen? Für euch. Für uns. Ja? Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum. Hört ihr das? Das war Ketzerei damals. Das ist 50 nach Christus geschrieben worden, Hebräerbrief. Da stand der Tempel in Jerusalem noch. Da war das Judentum noch aktiv. Und da schreibt der Hebräerbrief, dass Christus im Himmel als Priester eingesetzt ist. Und das ist das einzig wahre Heiligtum. Hört ihr den Skandal, der hier drin steht? Das ist heftig. Ja? Und zwar ein Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Aha. Was wurde denn von Menschen errichtet? Naja, der zweite Tempel. Und auch der erste Tempel und sogar die Stiftshütte, das ist von Menschen errichtet worden. Und manche vermuten ja, dass die Juden nochmal einen dritten Tempel bauen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ja? Da wird ja immer darauf gewartet, dass der dritte Tempel noch kommen soll und dass die Steine schon fertig wären und die Menorah wäre schon fertig, die ist auch schon ausgestellt dort. Soll $1 Million gekostet haben aus purem Gold. Und dass die Kleider schon fertig sind und die Priester fleißig üben, schauen wir uns heute Mittag an oder heute Abend. Ja. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, es gibt nur ein wahres Heiligtum. Das ist Christus im Himmel. Es gibt nur einen wahren Hohenpriester und das ist Christus Jesus. Jesus, der Christus war, der Gesalbte war, der Messias. Das ist der Einzige. Und alle anderen Hohenpriester waren nur Schattenbilder, waren Vorbilder auf den einzig wahren Priester, unseren Herrn Jesus Christus, der übrigens rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Ja? Der Gott selber ist. Das ist das, wovon wir reden. Und ich staune, dass heute so viele Dinge so unklar sind unter den Christen. Ja, auch dieses Warten auf diesen dritten Tempel. Schauen wir uns, wie gesagt, heute Abend noch einmal an. Das ist ein sehr spannendes Thema. Aber hier müssen wir ein bisschen Grundlage legen. Wir haben einen Hohenpriester. Wir haben ein Passahlamm. Wir haben Reinigung von unseren Sünden. Und wir haben auch einen Tempel. Ja? Wer ist denn der Tempel? Wir selbst. Ja, die Gemeinde Jesu ist der Tempel. Das heißt, der erste Tempel war der von Salomo. Der zweite Tempel war von Zerubabel. Den hat Herodes dann so prächtig ausgebaut. Und der dritte Tempel ist eigentlich zunächst mal Jesus gewesen. Denn er sagt ja, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Dann ist ja Christi Leib der dritte Tempel, genau. Und die Gemeinde Jesu ist auch ein Tempel Gottes im Heiligen Geist, dann sind wir der dritte Tempel. Wir kommen da noch drauf. Das ist ein ganz spannendes Thema. Also wir haben einen hohen Priester, weil der Hebräerbrief sagt, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Wir haben auch ein Passahlamm. Paulus schreibt in 1. Korinther 5, darum feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid, denn wir haben auch ein Osterlamm. Ich habe die alte Luther-Übersetzung, ja? Ein Passahlamm. Wir haben ein Passahlamm, das ist Christus für uns geopfert. Wir haben ein Passahlamm, wir haben ein Opfer und wir haben Reinigung von unserer Schuld. Ja? Aber im Geist und in Wahrheit, nicht in Holz und Stein. Ja? Und wir haben Reinigung von unseren Sünden, weil der Hebräerbrief sagt, Christus hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Haben wir eben schon gelesen, Hebräer 8. Ja? Das ist immer wieder dieses Thema im Hebräerbrief. Christus ist besser als Aaron, das schreibt der Hebräerbrief. Der ewige Tempel im Himmel ist besser als der irdische Tempel. Das ewige Opfer ist besser als das irdische Opfer. Der Sohn Gottes ist besser als Mose. Das ist das Thema im Hebräerbrief. Wir haben etwas Besseres. Wir haben das Wesentliche. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten.
Ja? Das Alte Testament hatte den Schatten der zukünftigen Güter, Kolosserbrief. Aber das Wesen ist in Christus. Wer den erkannt hat, der hat das Leben erkannt, der hat die Wahrheit erkannt. Wahrheit ist ein wertvolles Gut in so Zeiten wie heute, ja? Jesus Christus ist die Wahrheit. Die Bibel ist und bleibt die Wahrheit. Die Bibel ist reine Wahrheit. Reinste Wahrheit. Und ich sage das nochmal, ich habe das oft gesagt, in einer Welt der Lüge muss die Wahrheit wie Torheit aussehen, oder? In einer Welt der Lüge soll sogar die Wahrheit wie Torheit aussehen. Aber sie bleibt trotzdem Wahrheit. Wohl dem, der dahin durchschaut, ja? Ja? Also wir schämen uns nicht des Evangeliums, das brauchen wir nicht. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Ja, wir sind in bester Gesellschaft, ja? Okay, also wir haben Reinigung von unseren Sünden und wir haben auch einen Tempel. Der Paulus schreibt nämlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja? Da, wo ihr wohnt, ist euer Haus. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott durch seinen Geist in euch wohnt, dann seid ihr Gottes Haus, Gottes Tempel. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und zwar jeder einzelne Christ, dann ist der Leib eines jeden einzelnen Christen ein Tempel Gottes und die Gemeinde oder die Kirche weltweit ist auch ein Tempel Gottes, weil Gottes Geist in ihr ist. Hoffentlich. Ja, es wird immer weniger. Ja, aber das ist der Gedanke, der dahinter steckt und deswegen sagt Jesus auch von seinem Leib, dass sein Leib ein Tempel Gottes ist. Warum? Weil die Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnte, in Christus. Deswegen ist der Leib Christi ein Tempel Gottes. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Wir kommen da heute Abend noch mal genauer drauf. Ja? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das Wichtigste aber von dem ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum. Es gibt Das ist das einzig wahre Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Das ist die Wesenheit, was die Gemeinde Jesu erkennen darf. Ob sie aus Juden oder aus Heiden besteht, macht keinen Unterschied. Ja? Ich war vor einigen Jahren in Stuttgart in einer jüdisch-messianischen Gemeinde, weil ich die auch wegen diesen Themen da gerne sprechen wollte, habe die dort besucht. Und dann haben wir uns unterhalten auch und dann sagt einer der Gemeindeleiter dort, der sagt zu mir, du, das ist gefährlich, zu uns zu kommen. Sag ich, echt, warum? Ah, wir feiern kein Weihnachten. Ja, sag ich, habe ich kein Problem mit. Wir feiern aber auch kein Ostern. Ja, sag ich, okay, gut, also einer hält alle Tage, einen Tag vor dem anderen, einer hält alle Tage gleich, ja, habe ich auch kein Problem mit. Dann sagt er zu mir, in meinen Adern fließt jüdisches Blut. Das war schwierig jetzt. Oder? Da habe ich gesagt, in meinen Adern fließt germanisches Blut. Ja? Aber sage ich, es spielt keine Rolle mehr, welches Blut in deinen oder in meinen Adern fließt. Wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zu etwas Neuem. Und das Blut, was wir in unseren Adern haben, das ist der alte Mensch, das geht vorbei. Es gibt diesen Unterschied nicht mehr. Ja? Da war er dann einverstanden mit mir. Ich habe dann noch gesagt, wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, dann wird es zum Neuen Testament. Ab da waren wir dann auch Freunde, ja, dann ging es dann wieder besser. Ich will damit nur sagen, es kommt nicht mehr auf diesen alten Menschen an. Es kommt nicht mehr auf das Blut an, was in unseren Adern fließt. Es kommt nicht mehr auf unsere Nationalität an. Nicht mehr auf unsere Herkunft, nicht mehr auf unsere Vergangenheit. Für uns geht es nur noch um die Zukunft. Ist egal, wo du herkommst. Ist egal, was du erlebt hast oder erlitten hast im Leben. Ist vorbei. Das ist alles vorbei und es wird nie wieder hochkommen. Für uns geht es nur noch um die Zukunft, um eine herrliche Zukunft bei Jesus Christus. Uns geht auch nicht mehr ums germanische Blut oder ums jüdische Blut, das ist vorbei. Ja? Und es ist schön, ja? Also mit dem Evangelium kann man das alles überwinden, ja? Selbst wenn solche Themen dann da aufkommen. Aber war hochspannend bei den messianischen Juden, ja? Ich suche das ein bisschen, ich suche die Gemeinschaft, ich sage, gibt es da irgendwo eine offene Tür, gibt es ein offenes Ohr, ja, für die Sache. Ich glaube, dass die Bibel sich bewegt und wir sind mittendrin und viele schlafen, ja. Okay, das haben wir schon gesehen, denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Jetzt verstehen wir schon, das Priestertum hat sich geändert. Und zwar ist das Priestertum geändert worden von dem aaronitisch-levitischen Priestertum zu dem Priestertum Jesu Christi.
der ein ewiger Priester ist, nach einer vollkommen anderen Priesterordnung. Nämlich nach einer Priesterordnung eines Melchisedek, eines Melech Zadok, eines Königpriesters. Christus ist Priester nach der Ordnung eines königlichen Priestertums. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ja? Sagt Petrus. Mose sagt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Hört ihr den Unterschied? Da hat sich was verdreht. Ja? Mose sagt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Israel hat die Königreichslinie mit seinem Messias als König. Die Gemeinde hat die priesterliche Linie. Petrus sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Die Gemeinde hat die priesterliche Linie mit Christus als hohem Priester. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und das findet irgendwann zusammen in Christus, weil er König und Priester gleichzeitig ist. Ja? Priester ist er heute schon, König wird er werden, wenn er auf dem Ölberg wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann wird er König werden und dann ist er Königpriester. Wer sagt das? Zacharja. Dann wird das Königtum Christi anbrechen und die Gemeinde wird mit ihm herrschen. Warum? Weil wir ja ein königliches Priestertum sind. Ja, dann seid ihr ja auch Melech Zadok. Ja, ja, klar. Ja, dann ist Christus ein Priester, ewiger Priester nach der Weise Melchisedeks und wir sind kleine Melchisedeks. Ja, ja, natürlich. Warum? Weil wir zu Christus gehören. Er das Haupt und wir die Glieder. Ist ein anderes Bild. Ja? Er das Licht und wir der Schein. Ja? Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. So heißt es im Lied. Ja? Das ist eins. Das ist verbacken miteinander. Wir sind in Christus. Ja? Und sollen nicht mehr zu Aaron zurück. Das ist der Gedanke, den ich heute Morgen euch gerne vorstellen möchte. Wann kam das Gesetz? Dieses Gesetz muss ja verändert werden. Wann kam das Gesetz? Am Sinai. Ja? Gott hat Mose das Gesetz am Sinai gegeben. Das Gesetz des Mose. Das aaronitisch-levitische Priestertum, das wurde am Sinai begründet. Für wen galt das Gesetz? Das ist eine schwierige Frage. Für wen galt das Gesetz? Bitte? Für die Juden? Ja, für die Juden, okay. Andere Vorschläge? Für alle? Gut. Ich habe auch gedacht für die Juden. Ich habe mich eines Besseren belehren müssen. Robert hat recht, ja. Das gilt für alle. Ich habe das nicht gedacht. Ja? Das Gesetz gilt für alle. Es gilt für Israel und für den Fremdling. Einerlei Gesetz sei dem Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. Da war ich erstaunt. Weil man heute immer wieder auch aus, ich sag mal, so Kreisen hört, die sehr israelfreundlich sind und sich da auch sehr gut auskennen und auch sehr, sehr informieren drüber, da hören wir immer, dass das Gesetz nur für die Juden ist. Das stimmt nicht. Das sagen die Rabbiner, die sagen das. Die Rabbiner sagen, das Gesetz von Mose, das gilt nur für uns und für euch Nichtjuden gilt, das gelten die Gesetze Noahs, die 7 noachidischen Gebote. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ja, die Rabbiner haben für euch auch Gesetze, für euch Nichtjuden. Aber die kennen wir nicht, weil die stehen im Talmud, die stehen nicht in der Bibel. Ja, ein Thema für sich. Spannendes Thema. Da tut sich viel. Wir leben mitten in solchen Zeiten und wir kennen unsere Bibel nicht. Wir sind ja arm und nackt, blind und bloß, ja? Wir müssen die Bibel kennen und wenn wir die Bibel kennen, können wir verstehen, was passiert. Nicht die Tagespolitik, aber die großen Strömungen, die Gesellschaften bewegen heute. Da tut sich was, ja? Allein die Tatsache, dass Israel wieder im Land ist, ja? 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 Proselyten meinst du, die sich, genau, ja, ja. Also ich glaube, dass das im engeren Sinn auch so ist, ja, dass die sich Israel zugesellt haben, dass für die auch dieses Gesetz gilt, ja, oder galt. Das Problem dabei ist nur, dass Paulus im Neuen Testament sagt, dass die ganze Welt gerichtet wird durch Christus nach diesem Gesetz. Denn was das Gesetz sagt, das sagt es allen, auf dass aller Mund verstopft wird und alle Welt Gott schuldig sei. Ups, versteht ihr, ja? Ich bin aber einverstanden mit deinem Einwand, ja? Wenn man es enger nehmen will, würde man auch sagen, dass das der Fremdling ist, der sich zugesellt hat, der Proselyt, ja?
Aber Paulus nimmt das im Neuen Testament im Römerbrief weiter und er sagt, die ganze Welt wird nach diesem Gesetz gerichtet. Nach dem Gesetz vom Sinai. Durch wen? Durch Christus, der der Richter der Welt ist. Apostelgeschichte 2, Petrus predigt auch davon. Ja? Aber dieses Gesetz mit seinen Ansprüchen gilt eigentlich aller Welt, weil alle Welt danach gerichtet wird. Warum? Weil das Gesetz heilig ist. Heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Evangelium ist besser. Aber das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Weil es von Gott durch die Engel an Mose gegeben wurde auf dem Sinai. Das Gesetz ist Gottes Wille an die Welt, aber nicht zu halten. Warum? Weil ihr Sünder seid. Ja? Und ich auch. Weil dieses Fleisch und Blut nicht mehr in der Lage ist, den Willen Gottes zu tun. Das heißt aber nicht, dass das Gesetz schlecht ist, weil es mich verurteilt. Das Gesetz ist gut, ich bin schlecht. Das schreibt Paulus in Römer 7. Der dreht das komplett um. Ja? Was ich damit sagen will, ist nur dieses Gesetz vom Sinai, das gilt natürlich dem Einheimischen und auch dem Fremdling, der unter den Juden wohnt. Aber eigentlich lastet dieses Gesetz vom Sinai auf der ganzen Welt. Und die ganze Welt wird danach abgeurteilt. Auch wir werden sterben müssen. Warum? Weil unser irdischer Leib dieses Gesetz übertreten hat. Das Einzige, was leben bleibt, ist der neue Mensch in euch. Ja? Der neue Mensch in Christus, der ist frei. Und der alte wird vergehen, der wird sterben. Warum? Weil er gesündigt hat. Nicht, weil er Krebs bekommen hat. Nicht, weil er einen Autounfall hatte. Sondern, weil er gesündigt hat. Was heißt denn Sünde? Gesetzesübertretung. Das ist der Sinn des Gesetzes. So müssten wir dieses Gesetz verstehen. Ja? Für die wiedergeborene Gemeinde Jesu gilt aber ein neues Gesetz, ein anderes Gesetz. Ja? Und das schauen wir uns gleich an. Ich will nur ein bisschen für euch auch, wie sagt man dazu, ein Gespür entwickeln, so, was das Gesetz überhaupt ist. Wo reden wir denn davon, wenn man vom Gesetz des Sinai spricht? Was ist das, ja? Für welche Priesterordnung galt das Gesetz? Naja gut, das war die aaronitisch-levitische Priesterordnung, Aaron und Levi. Aus welchem Stamm kam denn Jesus? Aus Juda, oder? Zum Stamm Juda hat aber Gott doch nie was vom Priestertum gesagt. Wieso ist Jesus denn ein Priester? Jesus müsste doch aus dem Stamm Levi sein, um Priester sein zu können. Ja gut, sagt die Bibel, Jesus ist ja kein Priester nach dieser alttestamentlichen Priesterordnung, sondern nach einer ewigen Priesterordnung. Ja? Das sagt übrigens, was ich euch gerade jetzt gesagt habe, sagt der Hebräerbrief wörtlich. Der sagt auch, dass Jesus aus Juda kam, einem Stamm, zu dem aber Gott niemals etwas vom Priestertum geredet hat. Das steht wörtlich so im Hebräerbrief. Ja? Das heißt also, Jesus kam aus dem Stamm Juda, dem Königsstamm. Na ja klar, er ist ja König. Und auch Priester. Nach welcher Priesterordnung? Nicht nach der. Nach der. Ja? Ist ein himmlischer Priester. Ist eine andere Priesterordnung. Das Priestertum hat sich geändert. Und da muss sich auch das Gesetz ändern. Für welche Priesterordnung galt das Gesetz? Für die aaronitisch-levitische Priesterordnung. Wer ist unser hoher Priester? Jesus Christus. Nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung Melchisedeks. Ist die Priesterschaft ewig? Ja. Ja, die ist ewig. Der Herr hat geschworen. Gott schwört. Gott lügt sowieso nie. Hier schwört er nochmal. Ja? So wichtig ist ihm das. Wir Christen dürfen das nicht vergessen, was hier steht. Egal welcher Wind euch theologisch um die Nase weht. Ja? Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du, Jesus Christus, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Steht in Hebräer 7, 21 und er zitiert Psalm 110. Steht in deren Gesetz, steht im Alten Testament. Ja? Die Priesterordnung Christi steht schon dort drin.
Alles, was im Neuen Testament steht, steht im Alten Testament. Alles. Ohne Ausnahme. Wir müssen nur ein bisschen graben. Wir graben nicht genug, deswegen glauben wir laufen über einen normalen Acker. Aber dass da 50 Meter drunter Erdöl zu finden ist, das, man muss ein bisschen graben. Ja? Auch wenn man Gold sucht, das, manchmal findet man es auch an der Oberfläche. Ja? Aber manchmal muss man graben, bis man Gold findet. Und so ist in der Bibel auch, man muss manchmal ein bisschen graben. Und manchmal gibt es jemanden, der nimmt einen an die Hand und führt ihn so ein paar Gänge runter, bis es anfängt zu glitzern. Das gibt es ja auch. Ja? Okay. Also dieses Priestertum ist ein Priester in Ewigkeit. Gott hat es ihm geschworen. So fest steht das. So fest. Ja? Das ist Stahlbeton. Da gibt es kein Material für, was das vergleichen würde. So wichtig war ihm das. Ja? Ist die Priesterschaft ewig? Ja. Kann man darauf bauen? Ja, natürlich. Seinen ganzen Glauben, sein Leben, sein Sterben, alles kann man darauf bauen. Ja? Wir sehen das ja nach 2000 Jahren Christenheit. Wie viel Frucht dieses Evangelium gebracht hat. Dann ist also die aaronitisch-levitische Priesterordnung für alle, die im Priestertum Christi sind, beendet. Genau. Aber nur für die, die im Priestertum Christi sind. Ja? Das Gesetz vom Sinai gilt für sie nicht mehr. Ich möchte das gerne so sagen. In der Bindung an Jesus sind wir frei vom Gesetz. Ja? Wiewohl wir nicht ohne Gesetz sind. Kommen wir gleich zu. Ja? Aber vom Gesetz des Sinai sind wir frei. Das Gesetz vom Sinai beinhaltet ja auch die ganzen Opfervorschriften. Ich schaue sehr oft im Internet die Rabbiner an und die sagen, dass sie 80% des Gesetzes nicht einhalten können. Warum? Weil sie keinen Tempel mehr haben. Ein Rabbiner sagt, sie können nur das einhalten im Gesetz, was ihnen verboten ist zu tun. Keinen Toten anrühren und so, ja, diese Dinge alle. Aber was ihnen geboten ist zu tun, das können sie nicht mehr tun, weil die Priesterschaft nicht mehr da ist, weil der Tempel nicht mehr da ist. Dieser Rabbiner sagt, er kommt aus einem hohen Priestergeschlecht, also er ist eigentlich Kohen. Aber er kann seine hohe Priesterschaft nicht ausüben. Warum? Weil er keinen Effort hat, kein Leibgewand und keinen Tempel. Das ist alles damit obsolet geworden. Selbst wenn man das Gesetz halten wollte, könnte man es nicht halten. Das kultische Gesetz, ja? Das Gesetz ist ja in drei Sachen unterteilt. Das kultische Gesetz, das moralische Gesetz und das Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott. Das moralische Gesetz ist so untereinander, Sozialgesetzgebung. Was passiert, wenn man einen stößigen Ochsen hat oder wenn jemand was gestohlen hat, was dann passieren muss, ja? Dann die ganzen Opfervorschriften und auch das kultische Gesetz. Dieses Gesetz lastet auch auf dem Volk Israel. Das kann nicht ausgeübt werden. Das Volk Israel kann das nicht ausüben. Die wollen gerne wieder einen Tempel bauen. Aber woher kriegt man denn dann einen hohen Priester? Und der Tempel muss ja auch gereinigt werden mit einer roten Kuh. Ja, jetzt wird die rote Kuh mit DNA in Amerika gezüchtet. Ja, dass die auch kein rotes, ich glaube zwei weiße Haare darf die Kuh haben, aber nicht mehr als zwei. Also haben sie jetzt 5 Kälbchen, haben sie jetzt nach Israel gebracht und haben die mit genmanipuliert gezüchtet. Will Gott sowas? Ist es das? Das rote Kalb, das geschlachtet werden muss und das verbrannt wird, das war Christus. Ja? Dieses rote Kalb ohne Fehl, ein perfektes Kalb, was geschlachtet wird und verbrannt wird für die Sünden der Welt, das ist unser Herr Jesus Christus. Das ist kein DNA-gezüchtetes Kalb aus Texas. Entschuldigung, kann man es noch deutlicher sagen? Versteht ihr, was da passiert? Wir werden auf eine komische Fährte da geführt. Dieses Kalb ist schon geschlachtet, ein für alle Mal, weil auch die Passalämmer ein für alle Mal geschlachtet und geopfert sind in Christus. Das ist ein für alle Mal vorbei. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus. Wieso gehen denn viele Christen wieder zurück und feiern wieder jüdische Feste? Ich verstehe das nicht. Wie weit soll das denn gehen? Bis zur Beschneidung? Bis man einen Tempel baut? Ich darf euch eines sagen, wenn in Israel noch ein Tempel gebaut wird, das kann ja sein, dass die Juden noch einen Tempel bauen. Das will das nicht leugnen. Mag sein, dass sie einen bauen. Mag sein, dass sie keinen bauen. Ja, ich glaube, dass die Bibel nicht davon spricht.
Angenommen, die Juden würden noch einen Tempel in Jerusalem bauen, dann dürften dort alle Religionen rein, nur ihr Christen nicht. Ihr dürft dann nicht rein. Da dürfen Muslime rein, da dürfen Hindus rein, da dürfen alle möglichen Leute rein, weil mein Haus soll heißen ein Bethaus allen Völkern. Ja? Aber die Christen dürfen da nicht rein. Warum nicht? Weil wir Götzendienst betreiben in Augen der Rabbinern, weil wir Jesus göttlich verehren, weil wir einen Menschen zu Gott machen in ihrer Vorstellung. Und deswegen dürfen wir in diesen dritten Tempel nicht rein. Denkt da mal drüber nach. Der Islam steht dem Judentum näher als das Christentum. Für einen Rabbiner ist ein Muslim ein idealer Noachide. Der hat nämlich auch nur einen Gott. Ja? Wir Christen fühlen uns dem Judentum näher als dem Islam. Natürlich, weil ein Teil unserer Bibel halt aus Altem Testament besteht. Und wir deren Bibel ja lesen und geistlich auslegen auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Aber das Judentum fühlt sich dem Islam viel näher als dem Christentum. Trotzdem wird das Judentum, Israel wird finanziert maßgeblich aus der westlichen Welt, ja, von amerikanisch evangelikalen Christen. Das ist die hauptsächliche Geldquelle. Ich möchte, dass wir zum Wort Gottes zurückkommen und zu Christus. Wir haben alles in Christus. Auch dieses rote Kälblein ist Christus. Ja? Wir dürfen uns da nicht von durcheinander machen lassen. Es gibt Pastoren, die sagen, dass die Steine schon alle fertig seien in Jerusalem, um diesen Tempel zu bauen. Das mag sein, dass die Kleider alle schon genäht wären, dass die schon versuchen, dort die Priesterschaft auszubilden im Opfern. Ja, ich habe euch ein Video mitgebracht, schauen wir uns heute Abend an, wo ihr das sehen könnt. Das ist richtig, das ist alles da. Aber das ist irdisch gedacht, das ist nicht geistlich verstanden, ja. Das ist irdisch gesinnt. Gut, das haben wir schon. Was ist das neue Gesetz? Das ist spannend jetzt. Denn wenn das Gesetz verändert wird vom Gesetz Aarons, vom Gesetz des Mose, vom Gesetz des Sinai zu einem neuen, zu einem anderen Gesetz, welches Gesetz soll das denn bitteschön sein? Ich habe, und ich bin lange schon Christ, ich habe während meines Christseins davon noch nie eine Predigt gehört. Ich bin jetzt über 30 Jahre, 35 Jahre Christ, glaube ich. Ja? Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Und das finde ich erstaunlich. Das neue Gesetz, das ist das Gesetz des Geistes. Das ist das Gesetz Christi, das ist das Gesetz der Freiheit. Was soll das denn sein? Ein Gesetz des Geistes kennt ihr schon. Dieses hier. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nochmal, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, Moment mal, und das Gesetz des Mose, das gilt nicht mehr für uns. Ja, und welches Gesetz gilt dann für uns? Eine Person ist unser Gesetz. Christus ist unser Gesetz. Warum? Weil wir wiedergeboren sind. Weil wir lebendig geworden sind. Unser Gesetz ist nicht mehr Buchstabe. Unser Gesetz ist Christus. Ja? Unser Gesetz ist eine Persönlichkeit, eine Wesenheit. Gott selbst ist unser Gesetz. Einer trage des anderen Last. Ja, Moment mal, das heißt ja, Jesus hat meine Last getragen und deswegen soll ich auch die Last meines Nächsten tragen. Genau. Ja, aber dann soll ich ja eigentlich das tun, was Jesus tut. Genau. Ja, könnte es denn dann sein, dass unsere Aufgabe als Christ nicht mehr ist, das Gesetz zu halten, sondern Christus darzustellen? Ja? Könnte es sein, dass die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu ist, Jesus Christus im Fleisch darzustellen? Aber natürlich. Würde das bedeuten, dass wir dann losgelöst wären vom Buchstaben und vom Gesetz und dass wir etwas verkörpern sollen, was in uns Wohnung genommen hat, nämlich Gottes Geist in Christus? Ja. Ja, dann würde das ja bedeuten, dass der ewige Melchisedek schon gekreuzigt und auferstanden ist.
Aber dass sein Leib, seine Gemeinde, dass die kleinen Melchisedeks noch in ihren Dörfern und Städten unterwegs sind und im Geschäft und auf der Arbeit von dem Evangelium, von dem Heil reden, was in Gott ist, ja, das ist eure Aufgabe. Hört ihr den Unterschied? Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen. Wir sind befreit, aber nicht, dass wir der Bosheit Raum geben sollten, ja, sondern dass wir Christus nachfolgen sollen. Unsere Aufgabe ist nicht, die 10 Gebote zu halten. Unsere Aufgabe ist, Jesus Christus darzustellen, euren Arbeitskollegen, euren Kollegen in der Schule, euren Mitbewohnern, da wo ihr wohnt, in euren Häusern, in den Clubs vielleicht, in denen ihr seid, oder wenn ihr irgendwo im Skiclub seid oder im Golfclub oder wo auch immer, Christus darzustellen. Vielleicht in Schwachheit, oft in Unvollkommenheit, aber das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu. Jetzt sind wir am Kern. Und ihr Lieben, ich habe noch nie eine Predigt davon gehört. Das erschüttert mich. Was ist denn los? Ich habe aber schon viele Predigten gehört über den Tempelbau in Israel und dass die da rote Kühe hinfliegen aus Texas. Da habe ich viel von gehört, aber hiervon habe ich nichts gehört. Was ist denn los mit der Christenheit? Schläft die Christenheit? Ich glaube schon. Ich kenne die rhetorischen Fragen in den Predigten gut. Ich mag die nicht. Ich beantworte die deswegen immer. Schläft die Christenheit? Ich glaube schon. Ja? Vielfach. Das neue Gesetz ist das Gesetz des Geistes. Jetzt muss ich euch natürlich auch zeigen, dass ich euch da nicht betuppe, dass es das gibt in der Bibel. Ja? Also wer das mitschreiben will, auch Römer 8, Vers 2, da sagt Paulus was ganz Wunderschönes. Der sagt, das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt haben wir 2 Gesetze dort. Ja, jetzt haben wir 2. Jetzt haben wir einmal das Gesetz des Geistes und dann haben wir das Gesetz der Sünde und des Todes. Welches von den beiden ist das Gesetz vom Sinai? Das hier. Oh, das darf man aber nicht sagen. Das dürft ihr heute nicht sagen. Das schreibt der Paulus aber. Warum ist denn das Gesetz vom Sinai dann ein Gesetz der Sünde und des Todes? Weil das Gesetz nur Zorn anrichtet. Wer sagt das? Paulus. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Hilfe. Ja? Das heißt, wenn ihr unter Gesetz seid, und ich war einige Zeit in sehr strengen, sehr gesetzlichen Gemeinden am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin. Das macht keinen Spaß, da ist man nicht gerne Christ. Ja? Und ich bin Gott dankbar, dass ich da rausgekommen bin. Ich bin aber dankbar, dass ich mal drin war, dass man das mal schmeckt. Das vergisst man nämlich nicht mehr, diese kalte, besserwisserische Gesetzlichkeit. Ja? Diese eisgekühlte Bescheidwisserei, das vergisst man sein Lebtag nicht mehr. Und ich hasse das. Ja? Ich hasse das. Ich mag das nicht. Und wo immer es geht, kann ich nur sagen, lauft weg, wenn ihr in so einer Situation seid. Geht weg, geht zu Jesus. Ja? Geht weg von Saul, geht zu David. Das ist ein Thema für sich, ja, müsste man sprechen drüber. Ja? Paulus sagt, das Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz vom Sinai, das richtet nur Zorn an, weil Paulus sagt, ich habe es ja versucht, es zu halten, aber ich habe es nicht geschafft, das Fleisch kann das Gesetz nicht halten. Und dann habe ich zu Jesus gefunden und Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes und jetzt folge ich dem Gesetz des Geistes. Und was ist das Gesetz des Geistes? Das ist ganz einfach. Das, was Jesus von dir will, das tust du. Und was Jesus nicht von dir will, das tust du nicht. Ja, so frei? Genau, so frei. Paulus sagt mal an einer Stelle im Neuen Testament, was nicht aus Glaube geht, das ist Sünde. Ich hätte erwartet, dass er sagt, was das Gesetz übertritt, ist Sünde. Paulus war ja Pharisäer, ja? Der kannte ja das Gesetz auswendig. Nicht so wie wir, immer nachgucken. Der kannte das auswendig, das ganze Alte Testament. Ja? Wenn Paulus gesagt hätte, alles, was die Gebote des Mose übertritt, das ist Sünde. Das hätte ich verstehen können. Jetzt sagt er was ganz anderes. Der sagt, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Ist denn mein Glaube dann Maßstab für das, was Sünde ist und nicht Sünde? Offensichtlich. Wenn mein Glaube im Geist ist, dann gilt das Gesetz des Geistes in meinem Glauben. Und das, was nicht aus dem Geist ist, das, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Ist das nicht herrlich? Das atmet Freiheit. Das atmet Freiheit in der Gebundenheit an Jesus.
Wer an Jesus gebunden ist, ist frei. Glaubt nicht, dass die Menschen in der Welt frei wären. Die sind gebunden an ihre Lüsten und ihre Begierden. Aber mal ganz bestimmt. Und einige von ihnen sind gebunden an den Teufel höchstpersönlich. Aber mal ganz bestimmt. Ja? Der Mensch ist nicht frei, hat Luther gesagt. Irgendjemand sitzt der Mensch immer im Knick. Ob es Christus oder der Teufel ist, sagt Luther, ja? Dann lieber Jesus. Menschen, die Jesus haben, sind frei. Ja? Wir schämen uns nicht. Wir sind doch manchmal ein bisschen trotzig. Ja, als Christen. Wir sind doch manchmal ein bisschen mutig. Ja? Dürfen doch manchmal Fragen stellen. Ja? Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir sind in bester Gesellschaft. Kaiser und Könige waren Christen. Ja? Okay, das Gesetz Christi haben wir schon gesehen. Das kennt eigentlich jeder, aber man bringt es nicht in Verbindung. Ja, jeder kennt den Vers, aber man bringt es nicht so richtig in Verbindung. Aber hier steht vom Gesetz Christi, ja? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Christus hat die Last getragen, unsere Last. Und wir sollen die Last des anderen tragen, dann erfüllen wir Christi Gesetz. Das ist schon alles. Das ist aber mehr als 613 Gebote aus dem Alten Testament. Das ist alles. Versteht ihr? Das ist alles. Das seid ihr ganz. Und das letzte ist das Gesetz der Freiheit. Jakobus sagt, so redet und tut so, als die da sollen das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Gesetz ist nicht frei. Gesetz ist Zwang. Ja? Freiheit ist frei. Und Gesetz ist Gesetz. Und jetzt bringt der Jakobus das zusammen und spricht von einem Gesetz der Freiheit. Das ist ja schon fast schon ein Widerspruch in sich, oder? Aber das ist das, wovon die Bibel spricht. Warum ist denn das Gesetz Christi frei? Weil wir Gezogene sind. Ja? Im Gesetz muss man sich zwingen. Im Evangelium wird man gezogen. Ja? Es gibt manche zweifelhafte Vergnügungen, da hat man irgendwie gar keinen Zug mehr hin. Ja? Das ist nicht so, als ob man was vermissen würde. Wir haben früher gesagt, das pöppt nicht mehr. Könnt ihr das verstehen hier im Schwäbischen? Ja? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll auf Schwäbisch, kann ich das nicht sagen. Ja? Wir sind Gezogene. Jesus zieht uns. Und deswegen ist das Gesetz kein Zwang, sondern das ist Freiheit, weil das Wesen in uns ist. Ja? Das ist dieses neue Gesetz, was gilt. Und das ist so ganz, ganz anders als das Gesetz vom Sinai. Ja? Trotzdem muss ich einschränkend sagen, ich will das nicht einschränken an sich, ja, ich will nur, dass das ein bisschen verstanden wird auch. Paulus sagt, wir sind nicht ohne Gesetz, wir sind keine Anomisten, wir sind nicht vollkommen frei in irgendeinem Raum, sondern wir sind im Gesetz Christi, was wir aber nicht als Gesetz empfinden, nicht als Zaumzeug empfinden, sondern was uns Führung ist, Leitung, Stab, Geländer, ja, an dem wir gehen. Aber sagt er, wir sind nicht ohne Gesetz. Paulus sagt, ich habe große Freiheit, sagt er. Ich kann als Pharisäer sogar mit den unbeschnittenen Türken essen. Und mit den unbeschnittenen Griechen. Und sogar in Rom war ich und habe mit denen gegessen. Ja? Das war ja eine Sache für ihn. Er sagt, denen, die ohne Gesetz sind, den Goyim, den Heiden, uns, bin ich wie ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Daraufhin möchte ich euch hinweisen. Ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz Mose und Aarons. Entschuldigung, ihr seid nicht mal mehr unter den 10 Geboten. Das ist aber ein hartes Thema. Ja? Wir sind in dem Gesetz Christi, auf das ich die ohne Gesetz sind, gewinne. Er will sie gewinnen und deswegen ist er frei, auch ohne Gesetz zu sein, obwohl er nicht ohne Gesetz ist. Versteht ihr die Balance, die er da halten soll? Ja? Gut, im Gesetz heißt es ja, man soll verschiedene Tage heiligen. Passafest, Purimfest, Yom Kippur und all diese ganzen Dinge, ja. Wie ist das denn mit dem Schabbat? Den soll man ja auch heiligen. Und eins der 10 Gebote heißt ja, du sollst den Feiertag heiligen. Jetzt machen wir Christen ja erstmal einen Fehler, dass wir nicht den Samstag, sondern den Sonntag heiligen. Also da liegen wir schon mal schief, ja. Jerusalem hat 3 Feiertage. Freitags die Muslime, samstags die Juden, sonntags die Christen. Ja? Also die halbe Woche wird da nichts geschafft. Ja? Wir haben unseren Sabbat in Christus. Christus ist unser Sabbat. Am Sabbat darf man nicht arbeiten.
Wenn man in Christus ist, haben wir aufgehört, im Gesetz zu arbeiten. Sind wir zur Ruhe gekommen. In Christus, in seinen Frieden, zum Schabbat. Wir haben immer Schabbat. Ja? Paulus sagt, einer hält alle Tage gleich und der andere hält einen Tag vor dem anderen. Ja? Es gibt also Leute, die den Sabbat heiligen oder den siebten Tag. Manche sagen, da steht, du sollst den Feiertag heiligen. Da sagt Gott ja nur den siebten Tag. Wenn jetzt jemand Krankenpfleger ist, der hält vielleicht den Dienstag oder den Mittwoch oder den Donnerstag. Darf sich jeder selber aussuchen. So Auslegungen gibt es da auch. Ich sage, nein, diese irdischen Tage sind irdisch. Unser Sabbat, unser Feiertag ist Christus. Wir feiern in Christus von unseren Werken, die wir getan haben im Gesetz. Und die uns nicht selig gemacht haben. Ja? Das ist unser Sabbat. Das heißt, wir sind frei geworden und wir haben eigentlich immer Sabbat. Aber was ist denn dann mit dem Gebot, wo steht, du sollst den Feiertag heiligen? Das gilt dann ja scheinbar nicht mehr. Zumindest hat Paulus das aufgehoben im Galaterbrief. Dann haben wir nur noch 9 Gebote. Oh, und wenn man so weitermacht, dann haben wir nur noch 8, dann haben wir noch 7. Das kann man immer weiter runterdrehen. Ja? Umgekehrt ist es so, wenn wir im Gesetz Christi sind, werden wir nicht lügen, werden wir Gottes Namen nicht lästern, werden wir kein Falschzeugnis reden gegen unseren Nächsten, werden wir auch nicht seine Frau oder seinen Mann begehren oder sein Haus oder Ochs oder Esel oder Magd. Ja? Wenn wir in Christus sind, erfüllen wir ja die 10 Gebote, wie soll ich denn sagen, automatisch, so nebenbei. Da achten wir überhaupt nicht mehr drauf. Ja? Das heißt, wenn wir in Christus sind, halten wir auch das Gesetz, obwohl unser Gesetz umfassender ist, weil das uns ganz fordert, aber ohne dass das uns zwängt, das zieht uns. Und das ist das, was die Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht. Nicht mehr unter aaronitisch-levitischem Gesetz zu sein, was ohnehin nicht mehr zu erfüllen ist, weil es ja keinen Tempel gibt, sondern im Gesetz Christi zu sein und Christus darzustellen. Und das macht es vielleicht ein bisschen greifbar für euch, für euren Alltag. Wie soll ich als Christ denn leben? Naja, wie Jesus gelebt hat. Oder erschreckt man erstmal und sagt, oh, Jesus war ja ohne Sünde. Ja, sollen wir eigentlich auch sein. Ja? In seiner Liebe, in seiner Wahrheit, in seiner Klarheit, in seiner Heiligkeit. In seiner Menschennähe und manchmal vielleicht auch in der Schroffheit, denn manchmal war Jesus auch schroff, ja? Hätte man ihm gar nicht zugetraut, war aber so. Ich bitte euch, der hat den ganzen Tempel leergeräumt, oder? Zweimal. Der hat die ganzen Händler daraus geworfen, die Banker, die dort waren. Entschuldigung, Wechsler heißt es ja. Wechsler ist aber ein Banker, ja? Also was heute die Banker sind, waren damals die Wechsler. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, einer alleine? Ich meine, das waren ja Händler, die haben ihre Waren von Babylon nach Jerusalem durch die Wüste gebracht und haben die gegen irgendwelche Räuberbanden in der Wüste dort verteidigen können. Und die haben ihre Waren mühsam nach Jerusalem in den Tempel gebracht und handeln jetzt damit. Jetzt kommt ein Mann und räumt den ganzen Tempel leer. Die Pharisäer sagen zu ihm, aus welcher Macht tust du das? Weil die wissen, das geht normal nicht. Das kann nur Jesus. Das hat er in göttlicher Vollmacht gemacht. Da steht in der Bibel, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Der hat die alle rausgeschmissen, die ganze Bagage. Mischpoke sagt man dazu auf Jiddisch, ja? Alle. Könnte ein Mann und er macht die Türen zu und dann war still. Dann war still im Tempel. Das ist mein Herr Jesus. Dessen brauchen wir uns nicht zu schämen. Jesus war ein Mann. Ich sage das immer wieder und immer gerne und ich werde gar nicht müde, das zu sagen. Jesus war ein Mann, der war Zimmermann, der konnte zupacken, der hatte schaffige Hände, ja? Der hatte Muskeln, der war stark. Wenn der einen Raum betreten hat, der hat den Raum ausgefüllt, der hat Persönlichkeit. Heute würde man sagen, der hat Aura, Airness, sagt man im modernen Management. Ein Alpha-Tier, Tausende sind ihm nachgefolgt. Ja, und haben geglaubt an ihn. Das, was Jesus getan hat, ist nicht im Winkel irgendwo geschehen eines römischen Reichs. Das ist durch die ganze Welt damals gegangen. Das war Jesus. Mit dem konnte man keine Männchen machen. Ja? Pilatus hat gezittert vor ihm. Der hat nachts schlecht geträumt. Oder seine Frau hat schlecht geträumt. Ja, habe nichts zu schaffen mit ihm. Pilatus hatte Angst vor Jesus. Das ist Jesus.
Dass dieser Jesus gekreuzigt wurde auf Golgatha, ist das Drama der Weltgeschichte, das ist der Skandal, der über der Menschheit hängt. Und das wird Gott eines Tages richten. Dass dieser Mann gekreuzigt wurde auf Golgatha. Das ist das Drama, was über der Weltgeschichte hängt. Keine Ölkrise, keine Energiekrise und kein Nichts und kein gar nichts. Und Entschuldigung, auch kein dritter Tempel. Dass dieser Mann gekreuzigt wurde, das ist das Drama der Weltgeschichte. Und deswegen sollte die ganze Menschheit sich fürchten, weil Gott kommt und wird das ahnden an uns. Das wird er ahnden. Das ist Jesus. Und das ist nur die irdische Qualität Jesu. Da haben wir noch nicht gesprochen über den Berg der Verklärung. Ja? Das ist Jesus. Wir schämen uns seiner nicht. Ja? Und um Himmels Willen tut was Mutiges für Jesus, sagt man, amerikanischer Missionar. Ja? Das ist unser Herr Jesus. Das ist das Gesetz des Geistes. Das ist das Gesetz Christi. Trotzdem muss dieses Gesetz gepredigt werden. Sind wir auch gleich beim Schluss. Ich bin nicht gegen das Gesetz. Das sind die 10 Gebote. Ich habe sie extra aufgeschrieben. Die müssen gepredigt werden, hier von der Kanzel. Ja? Warum? Weil Menschen in die Kirchen kommen, die in allen Sünden leben. Und die müssen das hören. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen hier. Das ist unser Gebot heute. Das geht hier 2/3 der Bevölkerung an. Und die gehen aus der Kirche raus und ärgern sich und sagen, das war wieder blöd, was ich da heute gehört habe. So was Altmodisches, da will ich nichts hören von. Und jedes Mal, wenn sie die Ehe brechen, denken sie an dieses 7. Gebot. Und ihr Gewissen wird immer schwerer und immer mehr. Und sie wissen, was ich jetzt tue, darf ich eigentlich nicht. Und ich tue es doch, weil ich es will. Und sie wissen es und dieses Wort Gottes steckt ihnen im Herzen und sie gehen damit ins Bett und sie stehen damit morgens auf. Und irgendwann, wenn Gott Gnade gibt, kommen sie in dieselbe Kirche zurück und bekehren sich zu Jesus. Und dann war das Gesetz Zuchtmeister auf Christus. Und dann finden sie ins Gesetz des Geistes, ja? Deswegen muss das Gesetz gepredigt werden, immer noch von den Kanzeln. Und manchmal ist es auch für uns als Wiedergeborene gut zu hören, denn das ist Gottes Wille an uns. Ja? Aber es ist nicht mehr die Aufgabe, dieses Gesetz zu halten. Unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen. Ja? Vielleicht noch eins, dann hören wir auf. Noch ein wichtiger Gedanke. Was ist denn das Gesetz eigentlich? Was ist das denn im Kern? Was ist das im Kern? Das Gesetz ist im Kern Gottes Wille. In Buchstaben aufgeschrieben. Gottes Wille für die Menschen. Ja? Wenn man es noch genauer zusammenschnüren will, dann müsste man sagen, das ist Gottes Wesen in Buchstaben ausgedrückt. Denn das Gesetz ist ja heilig, gerecht und gut. Also ist das Gesetz Gottes Wesen in Buchstaben. Ja? Was ist denn Gottes Wesen vornehmlich? Liebe. Dann kann aber auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, oder? Ja. Ist das jetzt schön? Nicht die Anstrengung ist des Gesetzes Erfüllung, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wenn wir das Gesetz übertreten, sind wir nicht zu schwach, sondern lieblos. Ja? Wenn das Gesetz Gottes Wesen ist und Gottes Wesen vornehmlichste Eigenschaft Gottes die Liebe ist, dann kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein. Und was sagt Paulus? Seid niemand nichts schuldig, außer dass ihr euch untereinander lieb habt. Denn wer lieb hat, der hat das Gesetz erfüllt. Das finde ich so schön. Ja? Wenn wir in Christus sind, dann sind wir frei vom Fluch des Gesetzes, vom Anspruch des Gesetzes. Wir sind nur noch diesem Mann Jesus, dem sind wir verpflichtet, aber dem ganz. Ja? Und wenn wir Jesus so kennenlernen, dann entwickelt man da eine Freudigkeit im Glauben und ein Zutrauen zu Gott und eine Fröhlichkeit, die ansteckend ist. Da muss man auch gar nicht mehr so evangelisieren eigentlich. Ja? Wir freuen uns einfach unseres Herrn Jesus Christus. Und was machen wir in der Zeit? Naja, wir reden von dem Evangelium, wir machen unser Geschäft. Ja, wir gehen ordentlich arbeiten, wir machen unseren Job gut, wir kommen pünktlich und gehen pünktlich, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Macht mal ein paar Minuten mehr für den Chef, da freut er sich, sagt er, wieso bist du noch hier, ja, gibt es ja auch schon mal. Aber es ist wichtig, dass Christen ihren Beruf gut machen, zuverlässig sind, aufräumen, wenn man was geschafft hat, ja. Nicht nur die Hobelbank so verlassen, wie man sie vorgefunden hat, dass Christen zuverlässig sind, vertrauenswürdige Leute. Sonst ist unser Evangelium nicht glaubwürdig für die Welt, ja. Aber ansonsten sind wir frei.
Wir sind frei vom Gesetz. Entschuldigt, dass ich das so sage, ihr seid doch frei von der Steuer. Ihr seid doch frei von irdischen Gesetzen. Ihr seid Himmelsbürger. Wir haben nur noch einen Gott. Wir haben nur noch einen, den wir verantwortlich werden. Das ist unser Vater im Himmel und unser Herr Jesus Christus. Wir sind von allem anderen frei. Ja? Weil wir aber keine Revolution sind. Deswegen geben wir uns unter die Hand der Obrigkeit. Aber wir müssten nicht. Als Königskinder sind wir im Königtum Christi. Ja? Wir sind niemandes Knecht. Wir sind niemandem verpflichtet. Und wir sind doch jedermanns Knecht. Um viele zu gewinnen, wie Paulus sagt. Ja? Aber ein Christenmensch ist frei von allem. Ja? Und doch gebunden an alles. Ja? Das ist die Balance, die wir im Glauben finden können. Und das hat alles Jesus möglich gemacht. Wir haben einen hohen Priester, einen Tempel, ein Opfer, Reinigung von unseren Sünden. Wir haben. Es gibt nichts, was das Judentum uns geben könnte, was wir nicht schon hätten. Und beim Islam sowieso und bei allen anderen Religionen auch. Ja? Wir sind Angekommene. Damit möchte ich schließen. Vielleicht beten wir noch zusammen, dann können wir noch kurz ein paar Fragen beantworten. Ja? Wir werden noch kurz stille. Wer kann, möchte gerne aufstehen, ja? Gut, schön. Vielen Dank, Herr Jesus, für dein Evangelium, für das Gesetz des Geistes, für das Gesetz Christi, für das Gesetz der Freiheit. Danke, dass du uns so adelst, dass du uns zu dir nimmst und uns teilhaftig werden lässt, deines Geistes und der göttlichen Natur, so wie Petrus sagt, dass wir von Neuem geboren werden dürfen, neu verstehen dürfen, wie dein Wort ist und auch die frohe Botschaft hören dürfen, dass wir freigemacht sind in der Bindung an dich. Herr, lass uns dieses Wort besser und mehr verstehen. Lass uns verstehen, wer du bist, wie dein Wesen ist, dass wir an dir gesund werden und Menschen werden, die gerne glauben, die gerne dir nachfolgen und die wissen, woran sie glauben. Da segnet uns auch zu heute im Laufe des Tages. Sei du auch bei uns, wenn wir noch Gespräche führen untereinander und zusammen sind. Danke für die Möglichkeit, die du uns hier schenkst. Und wir preisen und rühmen deinen Namen. Amen. Amen. Dann nehmt bitte wieder Platz. Sollen wir noch 5 Minuten Fragen machen? Habt ihr noch Zeit, oder? Wenn jemand noch Fragen hat. Ich glaube, 2 hatten sich noch gemeldet. Wisst ihr eure Fragen noch, oder habt ihr sie? Ja? Gute Frage. Ja. Also die Frage ist, die Galater sind ja wieder unter den Fluch gekommen, weil sie beides vermischt haben, Evangelium und Gesetz. Ob das daran lag, dass das an der Vermischung gewesen ist. Ja? Also das glaube ich unbedingt. Ihr seid verzaubert worden, ja. Also Paulus benutzt da heftige Vokabeln, ja. Dass er sagt, wer hat euch bezaubert? Ihr liefet fein, ja. Wer hat euch aufgehalten? Er sagt, als ich zu euch gekommen bin, ihr hättet mir sogar eure Augen gegeben, ja. Warum? Weil sie, wie im Wesen, die waren freundliche Leute, waren nette Leute. Paulus kommt nach Galatien, spricht zu ihnen vom Evangelium. Sie bekehren sich, glauben an Jesus Christus. Und danach kommen dann jüdische Lehrer und die haben denen gesagt, ja, nur an Jesus glauben genügt nicht. Ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Ihr müsst auch den Sabbat halten, das ist wichtig. Beschneidung und Sabbat. Und eigentlich müsst ihr auch nach Jerusalem kommen und opfern. Und dann hat es so eine Vermischung gegeben zwischen Evangelium und Gesetz. Und ihr findet das auch in der Apostelgeschichte, dass es Juden gab, die an Jesus geglaubt haben und trotzdem waren viele Eiferer fürs Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Das heißt, die Apostelgeschichte beschreibt eigentlich, dass es Christen gab in der Urgemeinde, die eigentlich aus dem Judentum kamen und an Jesus als Messias glaubten, aber immer noch fürs Gesetz geeifert haben. Ja? Und Paulus, als er nach Jerusalem kommt, kriegt er 2 Dinge vorgeworfen. Die Juden sagen zu ihm, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Ja, du redest wieder das Gesetz und wieder den Tempel. Das war der Vorwurf, den sie gemacht haben. Das tue ich heute auch. Gegen das Gesetz habe ich schon gesprochen, gegen den Tempel kommt heute Abend. Ja, danach fliege ich dann auch raus. Paulus hat gesagt, Beschneidung ist nicht mehr nötig, wir sind beschnitten am Herzen. Ja? Tempel ist nicht mehr nötig, wir sind selber der Tempel. Gesetz ist vorbei, wir haben das Gesetz Christi. Und das war natürlich fürs Judentum absolute Blasphemie. Ja? Und bei den Galatern, das ist eine gute Frage, da sagt Paulus, ihr seid bezaubert worden und man hat euch wieder unter das Gesetz gebracht. Ihr wollt wieder das Gesetz halten, ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Also Sabbatjahre, Sabbattage,
wo der Sabbat eigentlich in Christus ist. Er sagt, ihr seid eigentlich frei davon und ihr geht doch freiwillig wieder zurück. Und er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann seid ihr gezwungen, das ganze Gesetz zu halten. Ja? Er sagt an anderer Stelle auch, wer ein Gebot übertritt, der ist das ganze Gesetz schuldig geworden. Hört ihr das? Das heißt, das Gesetz ist ein monolithischer Block. Ihr dürft das Gesetz nicht auseinanderreißen. Wir dürfen nicht sagen, von den 613 Geboten gelten 10 für uns Christen und die anderen 603 sind vorbei. Das dürfen wir nicht tun, das ist verboten. Denn wenn ich ein Gesetz übertrete, dann bin ich ja des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Also gehören alle Gesetze zusammen. Gott hat das in einem gegeben. Und wir dürfen nicht Teile daraus nehmen. Entweder müssen wir ganz das Gesetz halten oder unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, Petrusbrief. Schwarz-weiß, links, rechts, oben, unten. Es gibt nichts, es gibt keinen Kompromiss. Und die Galater waren in so einem Kompromiss. Ja. Paulus geht so weit, dass er sagt, ich wünschte, dass meine Stimme unter euch wandeln könnte, denn sie haben eigentlich eine neue Geburt notwendig. Das ist etwas, was eigentlich unserer Theologie vollkommen widerspricht, weil wir sagen, man kann ja nur einmal wiedergeboren werden, ja nicht zweimal. Aber im Galaterbrief, der Galaterbrief ist sowieso voll davon, von solchen Superlativen. Der beginnt zum Beispiel auch ohne Gruß. Ja, der Paulus steigt da sofort ein, weil das so drängend ist, was in Galatien passiert ist. Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Nicht das Gesetz, sondern Christus soll in ihnen Gestalt gewinnen. Das haben wir doch heute Morgen anderthalb Stunden gemacht. Ja? Christus soll in uns Gestalt gewinnen, nicht das Gesetz. Und Paulus sagt den Galatern, meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, so als ob die eine zweite Wiedergeburt notwendig hätten, die Galater. Ja, als ob die zweimal wiedergeboren werden müssen. Er sagt, ihr seid eigentlich nach eurer Wiedergeburt wieder ins Gesetz gefallen, weil ihr bezaubert worden seid. Ihr liefet doch fein. Ja, ich bezeuge euch ja, ihr wart so liebevoll mit mir, wie Christus, ihr habt mich aufgenommen, wie Christus aufnimmt. Ihr wart ja schon am Ziel. Und ich habe das selber auch erlebt. Wir sind als junge Leute zum Glauben gekommen, mitten aus der Welt raus. Ich kannte nicht den Unterschied zwischen David und Daniel. Ja? Ich habe da angefangen, in der Bibel zu lesen. Habe gedacht, König David, gucke ich mir mal an. Dann habe ich aus Versehen Daniel gelesen, war ich ganz erschrocken. Habe ich gedacht, ach du lieber Herr, was steht denn da? Tiere mit 10 Hörnern und so, ne? Leoparden mit 4 Köpfen. War für mich vollkommen neu, vollkommen fremd. Und wir sind dann in eine sehr gesetzliche Gemeinde gekommen, in Nordrhein-Westfalen, im Siegerland. Und die war dann nicht biblisch, die war dann biblizistisch. Und da sind viele von uns vom Glauben eigentlich wieder weggegangen. Und zum Schluss ist die Gemeinde zerplatzt und alle sind in alle Himmelsrichtungen geflohen. Einer ist ins Salzburger Land gezogen, einer ist nach Kroatien in die Mission, einer ist, glaube ich, nach Südtirol. Die sind überall hinweg, bloß raus aus diesem... Und wir waren... Das war eine Zeit, wo das Gesetz eigentlich uns gepredigt worden ist und wir ganz gutmütig uns da reinbegeben haben. Und ich habe immer so, wir waren vor vielen Jahren im Urlaub mit vier Geschwistern in der Türkei und dort waren jemand, der hatte Schafe und der hat die Schafe an einen Baum angebunden. Jedes Schaf hatte ein langes Seil und es dauerte eine Viertelstunde, ich habe das schon mal erzählt, ja, dauerte eine Viertelstunde, dann sind die immer umeinander gelaufen, ja, und dann standen die nachher wie am Marterpfahl waren die da, ja, also die haben sich gegenseitig da so an den Pfahl da so festgebunden und der musste also alle 10 Minuten dahin und musste die losmachen und entheddern, er hat sie natürlich wieder alle an einen Baum gebunden, gell, und da sind die wieder umeinander gelaufen irgendwann und dann dauerte diese Viertelstunde, dann hingen die wieder so und das ist das Bild, was ich hatte, als wir ins Gesetz da so reingeführt worden sind, ja. Und das, wir wurden dann immer perfekter. Die Brüder haben dann gepredigt, die Frauen mussten Kopftuch tragen und keinen Schmuck und Röcke. Und ist alles gut, ja? Alles gut. Wer das machen will, ist alles gut. Aber ich glaube nicht, dass das Wesen des Evangeliums ist. Und das war ja noch nicht alles, ja? Das wurde ja dann sehr streng und sehr eng und sehr kontrollierend. Das war Gesetz. Und da sind die Galater eigentlich wieder reingekommen. Und Paulus schreibt den Galatern auch,
Wenn ihr euch schon beißet und fresst, seht zu, dass ihr euch nicht verzehrt untereinander. Ja? Da ist also die Liebe Christi ist weg und aus Schafen sind reißende Wölfe geworden, die sich gegenseitig beißen und fressen. Das macht eine Gemeinde tot. Ja? Und die, die Nahrung suchen, die müssen dann fliehen, weil die darunter kaputt gehen. Ja, also das war das Problem im Galaterbrief, dass sie wieder ins Gesetz gegangen sind. Junge Böcklein und Zicklein, denen muss man Muttermilch geben, oder? Dann werden die groß und stark. Ja? Steht auch in der Bibel. Aber in der Bibel gibt es dreimal ein Gebot. Es gibt nicht viele Dinge, die dreimal in der Bibel stehen. Ich wüsste zwei, drei Punkte. Das gehört dazu. In der Bibel ist verboten, das Böcklein in der Milch der Mutter zu kochen. Ja? Steht dreimal in der Bibel. Um Himmels Willen, wer macht denn sowas? Ein Böcklein kocht man doch nicht in der Milch seiner Mutter. Ein Böcklein gibt man Milch, damit das Böcklein groß und stark wird, damit er auch Gras fressen kann nachher. Ja? Dafür ist doch Milch zuständig. Wenn man jetzt jungen Gläubigen das Evangelium gibt, seid begierig nach der lauteren Milch des Evangeliums, Petrus. Wenn man jungen Gläubigen das Evangelium gibt und macht das so heiß, so gesetzlich heiß, dass man diese jungen Christen im Evangelium zu Tode kocht, das ist Gesetz. Das ist verboten. Ja? Die Juden essen dann koscher, die essen dann Fleisch, da warten die 60 Minuten, dann dürfen die auch Milch trinken. Also nach dem Essen, mittags gibt es Steak, da müssen die eine Stunde warten, in Holland eine Stunde, in Jerusalem 6 Stunden. Okay, und dann dürfen die erst ihren Kaffee mit Milch trinken. Ja, das haben die aus diesem Gebot abgeleitet. Ja, aber die Gesetzeslehrer, die die Gemeinden kaputt machen und die jungen Gläubigen so unter Druck setzen, die wissen gar nicht, dass sie dieses Gebot übertreten, dass sie gerade die jungen Böcklein in der Milch der Mutter zu Tode kochen. Und wenn die mal im Himmel stehen vor dem Ewigen, vor dem großen Hirten, wird er sagen, was habt ihr denn gemacht? Ja? Das ist das mit dem Gesetz. Ich rede nicht der Sünde das Wort. Ja? Wir Christen sollen nicht im Ehebruch leben, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen, wir sollen ordentliche Leute sein, gar keine Frage. Und manchmal muss man das auch ahnden, ja? Das ist keine Frage. Manchmal muss man auch Menschen aus der Gemeinde raustun, sorry. Ja? Manchmal, wenn ein Ochse stößig wird, muss man den von der Herde trennen. Das gibt's auch. Gibt's auch. Also ich habe das auch schon erlebt, ja, mehrfach. Manchmal ist es gut, damit die anderen in Ruhe weiter ihr Christsein leben können. Ja. Aber dieses Gesetz, das macht die Menschen tot. Und das macht die, halt, ich bin auf der falschen Folie hier, ja, das macht die Menschen frei. Ah ja, gut, hier, das ist das, ne? Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Da habe ich eben kurz zitiert, ja. Das wird alles, denn was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Das sind die 10 Gebote. Dich soll nichts gelüsten. Und wenn es noch ein anderes Gebot mehr ist, das wird alles in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe ist das Gesetzeserfüllung.